Normalerweise steht Leni in der Opfersee hinten und ist Teil des Milchkräuterkäsewegs. Der Wiesel Bammert hat sie vorgebracht auf dem Brückli, hat einen Alpaufzug gemacht, hier in die Schneiderbauern. Das hat einen ganz speziellen Grund. Sie ist unsere Challenge-Kuh. Und warum sie das ist, das sagt euch jetzt Kathrin Zürcher und Silvia Eisenschmidt. Die Kuh ist Symbol von unserem Lieblingsmusiker «Mühe mit den Kühen» am Traufer. Wir finden die Musik cool, wir sammeln gerne Holzkühe und zudem ist es auch noch... Ganz ein hübscher Mann. Genau, wir sind gespannt auf die Challenge. Let's Milk. Auf die Plätze, fertig, los! Da kommt gar nichts! Da kommt ja fast nichts raus, das muss zuerst nachlaufen. Stopp! Ich habe im Fall als Fünfjähriger bei Mulko Kasper die Schürze die Sitze vorgereinigt. Los, Minuten, gell? Komm, Lene, komm! Fertig! Halb 600. Familie drauf für 600. Schau uns daneben zu lernen. Ja. Oh, ja, wirklich. Für weniger. Halbe Liter. Yeah! Ja, wir lassen uns natürlich nicht einfach so von einem Willisarbeiter-Reporter unter die Kuh zehren, sondern haben eine gute Gegenaufgabe vorbereitet. Wir haben alle unsere Trauferkühe, die wir sammeln, das sind 36, herausgenommen und schon die Challenge gestellt, dass wir die in einer Reihenfolge hier aufs Bänkli stellen. Die Aufgabe war, innerhalb einer Minute den ganzen Alpabzug nachzubilden. Wir sind gespannt, wie der Stefan die Challenge meistert. Zu Hause ist die Kuh. So, habe ich noch. Also das Schlimmste ist, dass ich erfahren habe, dass sowohl Silvia als auch Katharina Städter sind. Die eine aus Emmenbrock, die andere aus Willisau. Und trotzdem habe ich beide Challenge verloren. Aber ich gratuliere Ihnen natürlich recht herzlich. Wir glauben, er hat Mühe mit den Kühen!